Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist AdminDWD ohne Till. Willkommen heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar werden wir heute wieder Fragen auf AskFM beantworten. Und ich würde sagen, wir kommen zur ersten Frage. Poste ein Foto mit den längsten Haaren, die du je hattest. Das würde ich dann hier drüben einblenden. Wieder ein Foto. Ich hoffe, ich finde eins, wo ich richtig lange Haare hatte. Was ist das Letzte, was du angehört hast? Das Letzte, was ich angehört habe, ist im Auto, als ich nach Hause gefahren bin. Ich war heute nochmal kurz auf Arbeit. Und zwar von... Wen habe ich das Letzte angehört jetzt? Capital Bra Prinzessa war das Letzte, was ich jetzt angehört habe, bevor ich ausgestiegen bin. Würdest du lieber alleine sein oder von Verlogenheit umgeben? Dann würde ich, glaube ich, lieber alleine sein. Wie war deine erste große Liebe? Meine erste große Liebe war sehr schön. Ist ein Zebra ein schwarzes Pferd mit weißen Streifen oder ein weißes Pferd mit schwarzen Streifen? Nix von beiden, würde ich mal sagen. Also ich habe keine Ahnung, aber ich denke nicht, dass es irgendwas mit den Pferden zu tun hat. Was sind deine wichtigsten Ziele im Leben? Das wichtigste Ziel in meinem Leben ist jetzt auf jeden Fall erstmal die Ausbildung zu beenden und nächste Woche meine Prüfung ordentlich zu meistern. Was bedeutet Freundschaft für dich? Wie soll ein Freund für dich sein? Hast du viele Freunde? Was könnte ein Grund sein, eine Freundschaft zu beenden? Also Freundschaft bedeutet für mich eigentlich ziemlich viel. Also Freundschaft ist wirklich an zweiter Stelle nach Familie. Wie soll ein Freund für dich sein? Einfach nur loyal und ehrlich. Hast du viele Freunde? Ja, ich denke mal so mittelmäßig. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe sau viele. Ich würde auch nicht sagen, ich habe wenige. Was könnte ein Grund sein, eine Freundschaft zu beenden? Ich würde sagen, wenn man die Person zu oft angelogen hat, Vertrauensbruch sozusagen. Vielleicht einmal würde man das noch verzeihen, aber wenn das echt häufiger ist, dann würde ich es, glaube ich, nicht mehr verzeihen und dann wäre die Freundschaft beendet. Du siehst echt gelenkig aus. Nein, das bin ich aber nicht. Wieso beantwortest du keine Fragen mehr? Ja, ich war schon ewig nicht mehr hier auf AskFM, also keine Ahnung, es sind echt viele Fragen dazugekommen. Wie alt bist du? Ich bin 21 Jahre alt. Wieso will ich ja auf AskFM ständig eine Armmuskeln von Mädchen sehen? Weiß doch jeder, dass Girls keine sichtbaren Bizeps haben. Würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es gibt auch Frauen mit richtig fetten Bizeps, aber was ich jetzt nicht so attraktiv finde, um ehrlich zu sein. Jemand soll mal 10 Fakten über dich machen. Naja, die Frage lasse ich mal offen. Falls mal jemand wieder hier bei mir ist, dann kann der, bla bla bla, die Frage beantworten. Lieblingsschauspielerin? Ich habe eigentlich nicht wirklich irgendeine Lieblingsschauspielerin, beziehungsweise kenne ich immer die ganzen Namen nicht von den ganzen Schauspielern. Habt ihr Fragen? Nein, habe ich nicht. Ist der Charakter einer Person abhängig von Gen? Nee, ich glaube nicht. Also in manchen Hinsichten vielleicht ja, aber ich glaube, man selber kann seinen Charakter bestimmen. Okay, ich glaube, meine Stimme kratzt gerade ein bisschen ab. Ich habe nämlich noch ein bisschen Halsschmerzen. Ich merke es gerade nur. Welche Dinge sollte man dringend mindestens in doppelter Ausführung besitzen? Keine Ahnung. Da fällt mir gerade echt nichts ein, was man wirklich in einer doppelten Ausführung braucht. Bereust du was in deinem Leben? Ja, es gibt bestimmte Dinge, die man bereut. Und was hast du so vor? Ich habe jetzt vor, die nächsten 4-5 Tage bis nächste Woche durchzulernen. Also ich versuche es wirklich komplett durchzuziehen und hoffe, dass ich das komplett durchziehen kann. Aber ich kriege ja dann Unterstützung in einer Viertelstunde ungefähr. Wieso so wenige Fragen? Ich habe eigentlich genug Fragen, aber ich komme einfach nicht dazu, die zu beantworten. Gibt es einen Mythos oder eine Legende, die euch fasziniert? Also auf die Schnelle fällt mir jetzt gerade keins ein, aber es würde bestimmt eins geben, die ich ziemlich cool finde, aber gerade fällt mir wirklich keins ein. Was sind deine Hobbys? Das habe ich, glaube ich, schon mal beantwortet. Das ist auf jeden Fall das YouTube. Nur ich habe einfach wirklich viel zu wenig Zeit, das zu machen. Mir fehlt einfach wirklich die Zeit dazu, gerade zur Zeit. Wie habe ich jetzt gerade tausendmal Zeit gesagt, aber ja. Nee, ich habe wirklich wenig Zeit, das alles zu machen, aber ich versuche echt mein Bestes, dass ich das irgendwie immer unter einen Hut bekomme. Was macht ihr so zu Ostern? Also ich muss leider arbeiten, Nachtdienst. Also erstmal mein Beileid, dass du arbeiten musst und vor allem Nachtdienst hast. Und zu Ostern habe ich gar nichts gemacht. Ich lag flach im Bett und ja, bin halb gestorben. Hey, ist Anime-Fan. Ja, es gibt manche Animes, die ich ganz geil finde, aber ansonsten gucke ich jetzt nicht wirklich so viel mehr. Also zurzeit sowieso nicht. Welche Menschen vertraust du zurzeit am meisten? Boah, das ist eine schwere Frage. Ich vertraue eigentlich ziemlich viel. Ich vertraue ziemlich viele meiner Freunde und Familie. Familienmitglieder vertraue ich eigentlich, weil wenn man kein Vertrauen hat, wäre es ja auch irgendwie ein bisschen sinnlos.
finde ich zumindest. Wie ist es bei euch? Jeder kennt das, man möchte glücklich sein, nur wie ist es? Ja, wenn man sich einfach gut fühlt und einfach glücklich ist, also man freut sich über Dinge, wo man sich vielleicht nicht freuen würde, wenn man gerade traurig ist. Have a nice day, ja. Ja, nicht so wirklich, ich habe nämlich keine Lust zu lernen. Toleranz, bist du dafür oder dagegen? Dafür. Was ist der Sinn von Fitness, wenn man nicht über das Drehkreuz in der U-Bahn springen kann? Ich check die Frage nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm dafür. Und kommen wir zur letzten Frage. Guckt ihr am Wochenende Formel 1? Nein, ich gucke kein Formel 1. Ich finde diese Art von Sport ziemlich sinnlos. Deswegen schaue ich sowas nicht an. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo sehr freuen. Wie immer könnt ihr unten in die Kommentare Verbesserungsvorschläge reinfahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich am Samstag wieder. Ansonsten kommt, ja, Mittwoch oder noch mal eine Woche drauf am Samstag ein Video, weil ich ja nächste Woche Prüfung habe und nicht sicher bin, ob ich noch ein Video schaffe. Aber ich gebe mein Bestes, dass ich auf jeden Fall am Samstag, diesen Samstag noch eins hinkriege und eventuell auch noch für Mittwoch oder am Samstag. Dann, wenn alles vorbei ist, hoffe ich dann, dass ich genug Zeit finde, wieder ganz normal meine Upload-Zeiten hochzukriegen. Somit verabschiede ich mich von euch, macht's gut, ciao.